Guten Tag. Wasserzeichen, also Krebs, geht bald zu Ende. Ich glaube, ich habe nur noch 2 Tage. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich habe so viele Krebse schon erzählt und über die Wasserzeichen, die sehr, sehr kompliziert sind, vor allem Krebs, weil Krebs hat so viele Phasen und verschiedene Stimmungen. Gemütsstimmungen, plötzlich ist er unzufrieden, plötzlich schläft er irgendwo und plötzlich musst du warten, bis er auftaucht. Und dann, wenn du den gerade in dieser Zeit ansprichst, dann kriegst du ja eins in die Fresse und nochmal in die Fresse. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Auf jeden Fall, Krebs, bewegt sich nie direkt auf ein Ziel zu. Ich meine, Ziele haben wir alle, das ist ja klar. Alle Menschen, die mit, sagen wir mal, mit mir jetzt etwas zu tun haben, die haben ein Ziel, egal welches. Manche wollen etwas von dir lernen, manche wollen sich mit dir schmücken, manche wollen mit dir angeben, manche wollen dich absaugen, weil die keine Selbstbewusstseinwerte haben und die denken, von diesem Mann kann ich Selbstbewusstsein lernen. Also jeder hat ein Ziel. Umsonst treffen wir uns nicht so alle, ne? Und umsonst rufe ich nicht einen Freund an und sage, ich komme, wir trinken was. Nö. Ich habe da ein Ziel. Und deswegen sage ich, der Krebs ist so einer, der umrundet es nur, damit es so aussieht, als ob er in eine ganz andere Richtung gehen wolle. Aber im Grunde genommen, wenn er nach der Beute greift und die Scheren sich festschließen, dann lässt der Krebs nicht mehr los. Weil die viele Leute, die haben so viele Probleme, die können nicht alleine sein. Die können das gar nicht begreifen, warum sie alleine sind, warum jemand dich verlassen hat, warum jemand nicht mehr anruft. Die können mit dieser Einsamkeit und mit sich selbst nicht umgehen. Und deswegen greifen sie immer nach irgendwelchen Zielen. Und das ist auch Krebs, der immer etwas von dir will. Und wie gesagt, wenn die Scheren sich zuschließen, lässt er nicht mehr los. Und dann der kriegt. Beginnt und diese Vernichtung geht ja immer weiter und der Krebs will immer etwas von dir. Der ist zwar nicht aggressiv, der hat so eine sanfte und sesshafte Art, die Leute so bedrängen und er will den persönlichen Kontakt mit dir schon. Aber er ist nicht so aggressiv, das ist kein Skorpion oder kein Zwilling, er wird dich nicht beleidigen, das macht er nicht. Auf jeden Fall, er will auch nicht so eine Diskussion über das menschliche Leid mit dir führen, keine so allgemeine Sätze, hast du das Wetter mitgebracht, weil es heute so warm ist oder wenn es ein bisschen geschneit hat und die Leute sagen, na, hast du den Schneemann gebaut? So wird er nicht reden. So albern ist er nicht. Also diese allgemeinen Sätze und Plätze kommen da beim Krebs nicht vor. Er will direkt alle Einzelheiten von dir wissen und er will direkt nur persönlich mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann hast du keine Chance bei dem Krebs, weil das ist ein Zeichen des Gefühls. Es geht um die Gefühle und er will dich, wie ich gesagt habe, so ein bisschen umrunden und dann die Scheren zumachen und dann bist du in der Klemme. Deswegen ist das ein ganz anderes Zeichen. Das ist natürlich nicht Zwilling, der jetzt irgendwelche Sachen damit dir bespricht und der will nur Sex mit dir und dann fliegt er wieder weg zu einer anderen Blume. So ist das mit Krebs nicht. Krebs hat schon ein Ziel und die Scheren gehen dazu und dann wird er dich
Ja, bis Ende, mein Gott, vernichten oder vollstrecken, was auch immer, ne? Ich nenne das Vollstreckung. Aber das ist leider die Wahrheit. Und deswegen muss man da ein bisschen Verständnis haben und wissen, worum es geht. Du kannst mit Krebs schon Spaß haben und schöne Zeit haben, weil, wie ich gesagt habe, du kannst mit Krebs schön reden und im Kaffee sitzen und lästern und über andere Leute vernichtende Kritik ausüben. Das geht ja alles. Aber musst du wissen, dass die Schere da eines Tages zugeht und da bist du in der Klemme. Das muss man wissen. Wenn man nur Verständnis hat, dass das Intelligenz des Herzens ist. Intelligenz des Herzens. Es gibt ja viele Formen von Intelligenz, das wissen wir, aber hier geht es um Gefühle und Nöte und deswegen musst du dafür Verständnis haben, dass Krebs ein Zeichen vom Gefühl ist. Aber für heute, leider, ist die Zeit um.